Wir wollen im Rest noch mit zwei Fahrzeugen vorne mit dabei. Race for Fun ist mit dabei. Das sind die drei Führungen. Race for Fun hat den zweiten Platz eingenommen. Von der Boston Büchse. Und jetzt kommt das Racing Team Eller. Angeflogen auf Dänemark. Und holt sich hier den dritten Platz. Und Präsident Fritz zurück. Der Arne Schön muss sich durchsetzen. In der 16. Klasse. Die Von der Boston Büchse. Immer noch auf Position 1 und 0. Race for Fun auf der Tour. Racing Team Eller setzt in den Tempelhummeln an. Racing Team Eggard übernimmt die Führung. Der Wahnsinn, der Blick, ist ein Lauf für Racing Team Eggard auf Platz 1, Bodenbahn, starker Auftritt hier auf der Endebahn vorbeigegangen. Race for Fun immer noch auf der 2, die wollen große Büchse fallen auf Platz 3 und 4 zurück. Racing Team Eggard gewinnt, Race for Fun auf 2. Die Beuteposter Büchse auf Platz 3, 4 und 5 über die Ziellinie. Der 6. Platz geht an das IndyCar Racing Team, genauso wie der 7. Platz. Und die Crazy Duck Leute sind ausgeschieden. Drittes Rennen, die Stefanie ist dabei von den Green Dragons, die Waffenschmiede Rudolfsdorf. TNT Racing, die Beuteposter Büchse mit Martin,